Moin Zockerfreunde, willkommen zu einer neuen Folge SnowRunner. Und nachdem wir jetzt ja in der letzten Folge den Pacific P16 freigeschaltet haben, werden wir natürlich auch gleich mal gucken in der Werkstatt. Der braucht natürlich erstmal neue Sachen schon mal. Wir haben schon mal einen besseren Motor. Der macht Leistungsgewicht hoch und die Widerstandsfähigkeit. Dann bauen wir das natürlich auch ein. Getriebe haben wir optimiert spezial noch nicht. Guck mal, kommt auch erst in Alaska. Federung ist Standard. Reifen hat er Offroad, können wir auch nicht ändern. Die sind durchschnittlich exzellent, exzellent. Was will man mehr? Ketten können wir bei dem leider nicht machen. Ja, Winde haben wir noch nichts. Rahmenaufsätze auch nicht. Schnorchel. Rahmenaufsätze? Ja, gut. Schnorchel haben wir auch noch nicht freigeschaltet. Oh, das ist ja doof, ne? Aber. Gut. Oh, Schlimmeres. Gibt es erst ab Stufe 19. So. Was gibt's denn an Auspuff? Standard sieht ja eigentlich schon geil aus. Gitter, Schiffchen. Ja, nee, den würde ich eh auf Standard lassen, vom Aussehen her. Sieht einfach geil aus. So. Verschiedenes. Vierfaches Horn. Vorne auf der Dings. Haben wir aber noch nicht. Level 17 haben. Stoßfänger. Standard oder verstärkte Stoßstange. Die sieht richtig kacke aus, eigentlich. Naja. Die Heavy Duty wäre cool. Auch erst ab 16. Vorderseite. Pacific Sonnenschutz. Ja. Braucht man den? Bringt nicht so viel unter diesem komischen Tritt, was da drauf ist, ne? Felgen sind auch irgendwie Standard. Also, man kann sehen, der ist jetzt nicht wow. So, wir können ihn nochmal ein bisschen grün machen. Grün-gelb ist er. Trotzdem, dafür, dass die Diff-Sperre immer an ist. Okay, er hat keinen Allradantrieb auf der Vorderachse. Mhm. Aber ich denke mal, der wird dir schon so ein, zwei Dinger wird er dir wegziehen, glaube ich. Ja, das kannst du haben, ja, das kannst du haben. Bundeswehrgrün drauf. Irgendwie finde ich das hier auch mal ganz cool. Das machen wir jetzt mal, diese Farbe. Schön, dass die Felgen gelb bleiben. Bah. Ja. Man kann nicht alles haben. Wir haben aber auch schon mal, so jetzt für die Zuschauer, ein bisschen verglichen. Und zwar finde ich persönlich noch, ich zeige euch das mal eben im Shop. Wo ist er denn? Schwer. Nee, das ist Schnellstraße. Schwer. Den Vorgänger dazu finde ich besser. Und zwar nämlich, der P16 hat keinen Allradantrieb. Aber der P12, der ein Tick kleiner sein soll wohl, der hat das alles. Also bin ich jetzt schon am Überlegen, das können Jan und ich uns ja jetzt diese Folge mal überlegen, behalten wir den Pacific 16, also P16 und verkaufen den und holen uns dafür den 12er, der wenigstens Allradantrieb hat. Vor allem, ich und weiß nicht, auch noch einen größeren Tank. Bist du schon in dem drin? Also du kannst ja auf Leertaste, okay. Das ist, glaube ich, dir eine Vorschau zeigen lassen. Ne, machen wir mal. Ja, bin ich. Genau. Und jetzt den Motor, den du gerade verbaut hast, bin ich der Meinung. Dieser A12 schieß mich tot. 850 GTA. Mhm. Genau, der ist ja auch zu finden. Das heißt, wir hätten schon mal gleich einen besseren Motor für den. Mhm. Ja gut, Getriebe ist wieder, wenn nur Standard. Federung, Standard, Reifen, das bleibt alles gleich. Nee. Na, Reifen? Oh, nee. Reifen können wir die Reifen machen. Ist jetzt natürlich der Nachteil, die Offroad-Reifen sind da noch nicht so gut. Da bräuchte man schon die Schlammreifen. Dann würde ich den P12 erstmal behalten, bis ich das alles freischalte. Was hältst du denn davon? Genau. Ja, ist auch eine Idee. Ja. Dann haben wir wenigstens erstmal einen schweren. Was natürlich noch dazu kommt, für die, die es jetzt nicht wissen, Rahmenaufsätze geht nämlich bei dem P12 alles Mögliche. Das geht beim P16 nicht.
Da können wir nur Sattelkupplung hoch oder niedrig. Mehr geht da nicht rauf. Nee, nur hoch. Oder nur hoch sogar. Ja. Ja gut, geht hier glaube ich auch. Hier geht auch nur hoch. Ja, aber du hast hier wenigstens dann nochmal einen Kran. Richtig. Einen großen Wartungskoffer. Also der hat nochmal ein bisschen mehr als der vorherige. Also ja, dieser Standard, den wir auf dem Snowrunner oder sowas. Snowrunner, boah, Alter. So, wir fahren jetzt mal mit dem Hammer. Hammer, wie du dich bewegst. So. Mhm. Wo fahren wir denn hin? Na, jetzt nochmal in das andere Gebiet da, ne? Dieses Isla de Muerta da, ja. Warte. Tail Lake. Da müssen wir hier runter, ne? Das kriegen wir hin. Hast du eine Automatikwinde drin? Ja, die habe ich ja hier drin. Deswegen habe ich den Hammer jetzt vor der Aufnahme ja nochmal geholt. Ja, okay, gut. Gut. So, das heißt? Das ist eigentlich nur geradeaus. Hier müssen wir noch irgendwie Zement hinbringen. Warum? Oder liegt da nur Zement? Da liegt Zement von irgendeiner Aufgabe. Ah, okay. Tail Lake können wir jetzt gar nicht reingucken. Wo sind denn? Weil es war natürlich... Ach, da. Okay. Genau im Süden. Ja. Also ich wäre jetzt an der Tankstelle, also alles im Westen, im Osten lang gefahren. Tankstelle. Ja, mach ich auch. Dann eventuell runter und gleich rüber, dem Strand entlang. Ich denke mal, ja. Kommen wir noch an diesem GMC vorbei, den wir dann doch nicht abgeschlossen haben, weil ich den ja wieder in den Tank geklaut habe. Und dann fahren wir nach Island Lake. Und wir machen das mal mit dem Hammer. Weil der hat ja so Hammer-Reifen. Und... Ja. Oh, jetzt stehst du in mir. Jo, hab's auch gerade gesehen. Das war geil, da hat die Farbe so schön geschimmert. Der hat natürlich auch echt brachialen Sound hier in dem Spiel. Wir gehen mal rein. Das muss man dem Spiel echt lassen. Die haben schon wirklich ganz geile Sounds. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das Feeling wäre lange nicht so gut, wenn ich jetzt hier echt einen dicken V8 fahren würde. Und er würde sich anhören, als hätte ich einen Corsa mit Dreizylinder drin, weißt du? Ja. Das würde viel von der Immersion nehmen, muss man mal ganz ehrlich sagen. Alter, der Kraftstoffverbrauch von dem Ding ist ja lächerlich, ne? Ja. Was verbrätst du gerade? Nicht mal 2 Liter, ey. Ja, also jetzt gerade, wo er ein bisschen zu kämpfen hatte. Ey, okay, da ging er auf die 3 hoch. Ja, bei mir sogar auf 5. So, jetzt bin ich so bei 1,8, 2,9. Ja, weil wir wieder beschleunigen. Ja. Das Geile ist, wenn ich am Chevy vorbeikomme, kann ich ihn voll tanken, weil hier habe ich mich alles hinten drauf auf der Pritsche. Ja, aber ich glaube, so viel hat man gar nicht mit, oder? Ja, ist ja egal. Nee. Hauptsache ein bisschen was drin, weißt du? Ja, also man merkt hier, der geht gut durch die Geschichte durch. Jetzt nicht mehr. Es fehlt halt noch so ein bisschen die Diffsperre. Aber, wie ihr seht, zack. Ich weiß nicht, ob Jan mich jetzt gerade angeschoben hat. Nee. Also, bei mir war ich hier immer noch so 2-3 Meter weit weg. Dann hat er irgendwann den Grip bekommen. Was ist das für eine Route hier? Achso, wir hätten da vorne abfahren sollen. Hätten wir? Wäre, glaube ich, geiler gewesen. Dann wären wir unten am Strand lang gefahren, weißt du, auf der anderen Seite. Okay. Dann sind wir doch schon mal lang gefahren. Da kommen wir doch auch hin noch auf die andere Seite. Da irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, warte mal. Ich fahre falsch. Nee, ist richtig. Boah, ich sehe nichts. Hey! Bitte hin. Von der Straße rammen und so. Ja, es ist halt kein Kindergarten. Oh, scheiße.
Das war mein Baum. Steht jetzt mein Name dran. Aber er hüpft ganz schön, ne? Also das ist echt... Das ist schon übel. Ich komm mal runter von der Straße. Die Straße ist ja eklig. Ah, hier standen wir auch schon mal hier oben. Jo. Da haben wir sogar eine Folge beendet und wieder gestartet. Oh. Alter Schwede. Wow. Es ist natürlich auch so, dieses, wenn du wirklich die Ansicht im Innenraum nimmst, ne? Teilweise verlierst du voll die Übersicht, weil das Ding so rumwackelt. Wir haben hier ein bisschen Zement liegen. Ah, okay. Gut, bei mir fährst du einfach durch. Okay. Wie hupst du da rum? Alter. Pass auf. So, wann geht's denn hier mal rüber? Gleich da. Vorne und rechts jetzt gleich. So, hier rinnen schlimmer sind. Ich würde sagen, ja. Boah. Schaffen wir das? Eben Außenansicht. Ja, wie ich finde, sogar noch recht easy. Also. Ja, er hat halt auch echt geile Reifen drauf, ne? Also ja, genau. Ja diese Hammerreifen sind schon gut. Ja. Der hat ja alles auf exzellent. Das ist natürlich schon geil. Gut, außer halt Eis, ne? Aber rutscht er dann. Das tut ja jeder Reifen, wenn er keine Schnicke hat. Aber gerade bei so einem Gefilde hier, ist uns ja selber auch schon aufgefallen, da ist Schlamm dann doch besser als Schneekette. Weil, ich weiß nicht, die Schneekette ist dann vergleichbar. Hallo, was ist das? Oder wenigstens mitnehmen, ne? ja, weil vom Prinzip sind es ja Geländereifen, wo einfach nur Schneeketten drüber sind. Ja. So, und dann sind natürlich für Schlamm halt definitiv die Schlammreifen besser. Ja, mal gucken, wir werden bestimmt auch noch einen Scout finden, wo man dann sagen kann, ey, den nehmen wir im Schneegebiet, so wegen den Schneeketten. Und den nehmen wir halt für alle anderen Sachen hier, weil der geht hier echt gut durch, ne? Muss man echt mal sagen. Auch Offroad irgendwie geht der total ab. Ja, vor allem, ich stehe die ganze Zeit nur auf dem Gas, ne? Also, Zink kriegt hart Gas auf die Schnauze eigentlich. Da müssen wir echt rüber. Genau, das war auch meine Idee, rechts dran vorbei. So, dann tanke ich mal den Chevy. Hier steht auch noch ein Anhänger von uns. Den Chevy, ja, den GMC. Reparatur. So. Wie viel fehlt ihm noch? Wie mache ich das denn? Warte mal, nachtanken. So, Ziel GMC. Reparaturwerkzeug. Warte mal. Ja. Ach so. Okay.
Ein bisschen fehlt ihm noch. Na, dann hau ich da meinen Kraftstoff gar nicht rein, oder? Dann behalte ich die 40 Liter lieber. Ja. Ich weiß natürlich auch nicht, ob da drüben jetzt irgendwie so reparaturmäßig irgendwas ist oder Tankstelle. Da kriegen wir wieder so ein Problem. Meinst du, in dem Gebiet ist auch wieder keine? Ich weiß es nicht. Aber es sind halt jetzt die fortgeschrittenen Gebiete, ne? Nein, ja. Die Zeit, die wir investieren, um nur hinzukommen. Ich glaube, das wird dann so ein bisschen mehr herausfordernd auf jeden Fall. Oh, oha. Nein. Soll ich dich zurückziehen? Ja, mach mal. Ich glaube, das wird zu tief. Genau, links dran vorbei. Ja, sofern es irgendwie geht. Hier sind ja auch noch Bäume. Also bei mir geht's. Oh. Du bist noch weiter links, ne? Ja. Ja, hätte ich auch mal machen sollen. Ich sehe nämlich gar nichts. Ja, weiter geradeaus, geradeaus, geradeaus. Alles klar. Da sind wir. Ja, ist okay. Also wollen wir jetzt wirklich Offroad fahren, oder? Müssen wir ja. Also können wir direkt Offroad direkt links durch. So. Achso, falls wir noch irgendwo Upgrades haben oder sowas. Ich hatte ja schon mal das Problem, dass ich neu entdeckte Upgrades irgendwie nicht gesehen habe. Ja. Dann musst du mir mal dann Bescheid sagen, nicht, dass ich da an einem vorbeifahre und dass wir das. Wir müssen sowieso mal gucken. Ich denke mal, das werden wir echt offscreen machen. So, Moment. Ich würde gerne einmal in die Inselansicht gehen für die. Ja. Sag an, wenn du fertig bist, weil erst dann fange ich an, ne? Ja. Ich reise. Mhm. Island Lake. Oh, das sieht sehr, sehr schlammig und tief aus teilweise. Also nur das Bild. Okay, du hast dich dahin versetzt. Ich bin da. Ohne zu fliegen. Ja. Ich warte dann noch, bis du weg bist und dann. Bin weg. Ich hab Hunger zu reisen. So. Dann probiere ich mal Karte. Ja. Ach, du gefallener Pfahl. Holzstation, gefallener Pfahl. Alter, ist das Gebiet riesig, habe ich das Gefühl. Oha. So, wo ist unsere Werkstatt? Das ist jetzt die Frage. Ich fahre jetzt mal Richtung Norden, hol da direkt den Punkt oder was? Genau, ich nehme den ganz unten, weil da ist auch ein Anhänger. Könnte sein, dass da vielleicht unsere Werkstatt ist. Wieso siehst du da schon wieder einen Anhänger? Weil ich da unten einen sehe. Unter uns ist ein Wachturm und ein bisschen nordöstlich davon ist ein Anhänger, der mir angezeigt wird. Okay. Deswegen das auch baller ich da mal runter. Jo, gut. Das ist ja direkt Norden. Okay, krass. Okay, was steht hier auf dem Dings? Lumber Mill. Okay. Ne, ich muss links weg. Erstmal. Ja, bei unserem Glück gibt es hier jetzt auch wieder keine Werkstatt. Das wäre echt hart. Hier geht unsere Mission weiter, ne? Welche? Naja, die hier mit Lieferung, gefallener Mast, das ist genau alles hier. Ach so, ja gut. Okay, guck ich mal, wie ich jetzt zu dem
Turm kommen, weil das ist sehr matschig hier. Also die Straße, ja. Ich muss sagen, das Grün daneben, kann ich so durchfahren. Ich bin hier gerade im Sumpf. Oder Art Sumpf. So, ich bin da. Ja. Hab's gemerkt. Gut. Ja, okay, ich bin hier auch mitten im Modder. Upgrade-Standorte. Neue Mission. Kein Land für alte Trucks. Alles klar. Dann. Genau. Norden nach rechts ist ein Upgrade. Okay, das könnte ich eigentlich einsammeln. Kein Land für alte Trucks. Repariere den Western Star 6900 TS. Hey, geil, wir bekommen 160 Erfahrung, okay, $1,500, okay, und ein Western Star 6900 Twin Steer. Also TS. Mhm. Ich steck fest. Hä? Ich sag, ich steck fest. Och nö, ne? Also ich komme hier bestimmt irgendwie wieder raus gleich. Aber... Hast gehört, ne? Hier gibt's einen Truck. Ja. Soll ich mal gucken, was wir da machen müssen? Mhm. Wegen reparieren? Ich weiß nicht. Oh, jetzt komm raus da! Wenn das jetzt hier nur zwei Räder sind, dann... Oder wir müssen uns doch den P12 holen und dann können wir mit dem großen Frachtcontainer, mit dem großen Reparaturding hier gleich mal vorbeibügeln. So, hier ist die Quest, Aufgabe anzeigen. So, ich bin wieder frei. Annehmen. So. Ich hoffe, ich komme zur Werkstatt. Nein, es ist keine Werkstatt, glaube ich. Reparieren. Das ist einfach nur ein verfickter Anhänger hier, ey. Okay, also. Das sind 80 Punkte. Wir sagen mal, das sind 200 Punkte. Also 280. Das sind dann nochmal 80. Das sind 150. Kommen wir nicht mit hin. Also so ungefähr 550 oder sowas fehlt uns an Reparatur. Ansonsten ist das Ding soweit ready. Mhm. Gucken wir mal. Alle Räder heil. Repariert. Nicht reparieren. Quatsch. Da nachtanken. 360 Liter Braucher. Die hat er nicht. So, und die Aufgabe sagte. So, ich glaube, wir haben hier wieder keine Werkstatt, Alter. Zum Laufen zu bringen. Okay, das heißt, wir müssen das Ding wirklich einmal reparieren. Und mit Kraftstoff füllen. Gut, ich guck mal, ob ich das Update da hinten dann einmal einsammeln kann. Das sieht eigentlich nicht schlecht aus. Eigentlich ist eigentlich am besten. Ich bin wieder frei. So. Alles muss man hier selber machen, ey. Was muss man selber machen? Ah, mit der Winde, damit er mal richtig... Upgrade. Ein Heat 6V5 Liter ist für
den Scout 800 oder den Chevrolet CK 1500. Also auch dein. Ja, ist perfekt. Das ist, glaube ich, der größte Motor jetzt. Der letzte war das, ne? Für den Chevy? Keine Antwort. Was bitte? Für den Chevy, genau. Oder was meinst du? Der, mit ja, dem ja. Motor? Ja. Okay, ich habe einen Anhängershop gefunden. Und einen Tankauflieger. Den nehme ich mal mit. Dann kann ich tanken. Krieg den da überhaupt ran? Ups. Wow. Spann dich mal, ey. Ja, also Scout-Auflieger auf jeden Fall. Den solltest du mitbekommen. Ja, jetzt ist die Frage, was mug wie weiter? Wir haben immer noch keine Werkstatt hier gefunden, ne? Nee. Ich glaube, wir werden in diesen auch keine Werkstatt mehr finden. Beiden nicht? Bitte? In beiden nicht? Nee. Glaube ich nicht. Irgendwann muss es ja herausfordernd werden. Mhm. Das heißt, wir können hier eigentlich nur freischalten, damit wir so Tankstelle und so alles haben. Wenn es das gibt. Ja. Ja, eine Tankstelle, ja, die hatten wir drüben auch. Ja, aber ganz hinten am Ende, ey. Ja. Okay. Dann nehme ich diesen Anhänger mit. Dann schalten wir hier nochmal alles frei. Das machen wir in der nächsten Folge weiter. Weil die Folge ist schon wieder vorbei. Und dann, ja, müssen wir gucken, dass wir von drüben mit unseren Trucks hierher ballern. Ja, dass wir Stahlträger an die drei umgefallenen Pfähle liefern können. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.